Ja, und Charlotte Kalender ist bei uns und isst schon die Früchte, denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 2 Hände voll Obst am Tag. Nur nicht alles Obst ist so richtig toll, Charlotte, ne? Naja, weil der Zuckergehalt hoch ist. Ja, wir haben einfach mal gedacht, wir müssen mal darüber aufklären, weil bei manchen Dingen, bei manchem Obst denkt man ja überhaupt gar nicht, dass da so viel Zucker ist und bei manchen eben nicht. Deswegen dachten wir, wir erklären darüber. Wir haben mal so die 10, ne? Von Platz 1 bis 10 genau. Zuckergehalts. Das ist der am wenigsten Zucker, sehe ich schon. Ja, aber wir fangen lieber auf der anderen bisschen Seite. Bisschen lieber hinten. Ja, ich finde, wir fangen mal mit dem Schlimmsten an, wenn man das jetzt so sagen darf. Okay. Aber wir haben es ja eben schon gesagt, 2 Handvoll sind ja 2 Portionen. Ja. Und das ist tatsächlich, das ist nicht unerwartet, Weintrauben. Ja. Banane. Hab ich auch schon gehört, ja. Ne, mit 15 Gramm pro 100 Gramm ist das immer, haben wir jetzt mal so klassifiziert. Aber was ich nicht gedacht hätte, was sogar noch ein bisschen mehr hat, ist der Granatapfel. Und der soll ja so krass gesund sein. Ja, das ist er auch. Also schmeiße ich mir Granatapfel rein immer. Das sind ja auch kleine Kerne und davon kann man ja jetzt auch nicht 10 Kilo essen. Das stimmt, hast du. Also das ist wirklich, wirklich eins der gesündesten Obstsorten überhaupt. Von daher darf man das natürlich trotzdem. Vielleicht aber keinen Saft, oder? Wenn man Saft ist. Genau, Saft ist sowieso generell schlecht, muss man ja sagen, weil das sehr hoch konzentriert ist. Deswegen lieber die Granatäpfel, so die Kerne ins Müsli geben oder in die Haferflocken, das ist am besten. Banane auch vorsichtig sein, sehe ich. Ne? 17 genau. Gramm. Also wir jammern hier auf hohem Niveau, denn es sind natürlich sehr viele Nährstoffe drin. Und wenn, dann aber aus dieser Gruppe gerne den Granatapfel. Gut, dann kommen wir jetzt ins Mittelfeld. Ins genau, und da fand ich auch sehr interessant, dass der Apfel, ja, also das Lieblingsobst der Deutschen, 10 Gramm, ist auch relativ weit das oben. Also im oberen Mittelfeld oder im unteren oberen mit 10 Gramm. Gilt denn doch der wie die Birne Spruch, auch. Trotzdem ein Apfel am Tag keeps the doctor. Keeps Kalender away. Ja. Ne? Ist das so? Ist es so gesund oder sollte man sich vielleicht anders wählen? Also ein Apfel hat ja sowas wie 80 Kalorien ungefähr und ist natürlich voller Nährstoffe auch. Also der Apfel ist ähnlich wie Granatapfel trotzdem sehr zu empfehlen. Und das ist ja jetzt auch nicht so viel mehr als zum Beispiel die Orange, die so um die 8,3 steht hier jetzt. Und Kiwi 9, Aprikose 7,8. Das ist eine weitere Gruppe mit den Pflaumen zusammen. Die sind so im Mittelfeld. Und dann jetzt kommen wir zu den Topfrüchten. Und jetzt kommen wir zu den Topfrüchten, genau. Und das ist natürlich unsere heißgeliebte Erdbeere. Da können wir rein reinhauen. 5 Gramm, das ist ja echt, also die Hälfte eines Apfels, muss man sagen. Entschuldige, ich neige immer dazu, alles anzufassen, dann gibt es wieder Ärger hinterher. Und die Himbeere müsste eigentlich Platz 1 haben, weil es ja so ein richtiges Obst ist mit 4,8. Die sind sehr gesund. Und dann haben wir aber jetzt seltsamerweise, wo jeder sagen wird, was, Avocado ist doch kein Obst. Doch, ist eine Beere. Ja, aber das ist ja wirklich eher Salat. Ich weiß, aber trotzdem ist da ist auch Zucker drin, aber eben sehr wenig. Und ich finde auch, man kann es nicht wirklich als Nummer 1 dann der Obstsorten, sondern dann wäre es die Himbeere. Aber ich wollte es der Ordnung halber trotzdem. Das machst du auch gut. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.